Ich bin bereit für ein richtig krasses True-Level. Ich hoffe, ihr auch. Ihr seid am Start. Ich werde jetzt wieder leiden. Es geht wieder los. Ja, liebe Leute, seid ihr noch kein Abonnent, kennt ihr den Kanal nicht, aber guckt dieses Video, dann abonniert doch bitte. Ich weiß, ich sag das sonst nie, aber heute werde ich wieder so leiden und es gucken immer so viele Nicht-Abonnenten diese Videos. Deswegen ist es zu schade, wenn ihr nicht einmal den roten Knopf drücken könnt. Also ich würde sagen, jetzt komm, genug gelabert. Rein ins Level. Das ist ein Troll-Level, was gerade viele Streamer und viele YouTuber machen. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken, Controller in den Nacken. So, was würde mich erwarten? Was würde mich von Mario World? Schon mal nice. Münzen. So, Yoshi Egg. Lol. Mit Schlüssel. Und der bringt mir gar nichts, weil ich jetzt schon eingesperrt bin, Leute. Ich bin heute, kommt sogar noch ein Maulwurf aus der Kanone raus. Ich bin gespannt, ich bin gehypt. Das versperrt mir hier den Weg. Deswegen macht es Sinn, da erstmal schnell zu sein. So, was ist hier noch? Was soll das alles? Okay, jetzt ist da ein Mancher. Oh Leute, diese Controller-Würfe. Nice. Hier kommt Mancha, so. Wow. Alter, so, was ist hier los? Da ist nichts, okay. Es ist ein Troll-Level, Leute. Wir müssen wieder in diesen Troll-Modus reinkommen. Okay, was passiert hier? Okay, Mancha von oben. Ist der Finger oben, wird ein Mancha von oben dich loben. Beste. Leute, heute bin ich in Reimstimmung. So, was ist hier? Jupp. Oh, geil. 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 Oh, ich liebe das. Ich liebe Sunshine. Ich liebe das so doll. Ah, wieso ist Nintendo so stur? Und ich will das einfach auf der Switch spielen. Ich will das richtig geil haben. So, weiter geht's hier auf die Kanone. Zack. LOL, Alter, das ist wie Fake, ey. Alles wieder. Das Level ist mehr Fake als alles andere wieder. Ach, Leute, komm, erstmal einen Schluck hier an. Ah, so trinken echte Männer. Einfach reinkippen von oben. Wie im Mittelalter. Aber ihr denkt bestimmt, ich kann nicht trinken oder so, weil ich jedes Mal trinke wie der letzte Mensch auf der Welt. So, weiter geht's hier. Mal ein bisschen konzentrieren, genau. Achso, und viele haben geschrieben, ich werd bezahlt von Monster. Leute, seid ihr noch ganz dicht? Wie bezahlt von Monster? Dann würde das Monster ist so ein Riesenunternehmen. Die haben es nicht nötig, hier so einen kleinen Mario Maker Heini zu unterstützen. Alter, der natürlich ein Träumchen, aber ich bin einfach. Okay, was mache ich denn jetzt hier? War klar, das geht hoch. Okay, nice. Ich hoffe, das Troll-Level wird nicht so ein krasses Problem werden. Ich hoffe es nicht. Letztes Mal. Okay, was passiert hier? Oh, geile Musik, ey. Alter, Nintendo hat's einfach raus. Kommt der Fisch aus dem Loch. Okay, was ist hier? Was ist hier? Eine Feuerblume? Das ist ein Clown? Okay, warte mal. Ah, ich bin unschlüssig. Ich hasse das. So, was ist da? Warte mal, da oben. Genau, da oben. Peace-Switch. Die Blume. Ich brauche eigentlich die Blume. Jetzt komme ich aber nicht mehr zurück. Lol. Lol. Mastermind-Plan. Überleg mal, die Blume sollte eigentlich runterfallen. So, nach logischer Überlegungen. Ich sollte sie kriegen, damit ich die Bombe da auslösen kann, damit ich da jetzt... Aber... Moment mal, die Blume kriege ich gar nicht. Stattdessen kommt irgendeine Feder durchs Bild. Das Clown-Car hat die. Das ist okay, das ist ja Mastermind. Das ist, auf wie vielen Ebenen ist das getrollt? Geil, Mann. Geiles Level. So, alles wieder von vorne. Ja, das macht Laune. Oder heute bin ich hier, den hier. Heute habe ich den hier, diesen Move. Ey, jede Folge habe ich irgendwie einen anderen Move drauf. Den lassen wir lieber einmal hier kurz eskalieren. Oh, Mario Sunshine. Ich liebe Mario Sunshine, Mann. Ich liebe das so doll. Geile Musik, geiles Sommerfeeling, geile Level. Mir ist egal. Viele sagen, das sind eintönig, die Level. Die sind alle im Sommer, bla bla. Nein, das ist einfach geil. Das ist einfach richtig geil. Und wer was anderes sagt, sterb. Nein, Spaß. Nein, Spaß, Leute. Jeder hat seine eigene Meinung. Okay, okay, diesmal hole ich mir die Feder aus der Luft. Jau! Hab sie, geil. Okay, jetzt haben wir das und jetzt müssen wir eigentlich hier die Bombe wegprügeln. So, nice. Und jetzt kommen wir durch. Wir haben blau und schlau gelöst. Ich habe Ohren davon die ganze Zeit, weil ich es heute Morgen gesungen habe. Alter, das ist echt... Okay, was ist hier los? Lass mich rein. Okay, Nachtsetting. Im Nachtsetting ist es... Verbessert mich mal in den Kommentaren. Ist es in diesem jetzt gerade Mario World Night Setting, also ist im Hintergrund ja dieses Nächtliche und auch dieses Xylophon-Gebimmel, ist es nur da so, dass die Items abhauen? Weil wir wissen jetzt, guck mal, der Pilz, der haut vor mir ab. Hä, warte mal. Was ist denn das da? Warum ist der... Ja, toll, jetzt krieg ich den nicht mehr. Warte mal, ey, den krieg ich doch. Oh, jetzt muss ich perfekt uptimen, das ist echt jetzt... Nervenkitzel! Oh, das ist zu. Der Penner, ey. Der Penner, da hat er mich getrollt. Okay, ich krieg den anderen aber. Den anderen Mushroom soll ich kriegen eigentlich, wenn ich da genau an die Kante springe. Ich liebe Sunshine und ich hasse es zu sterben. Oh, ich liebe Sunshine. Okay, bis jetzt ist ja alles easy eigentlich. Aber wann kriege ich mal einen Checkpoint? Das nervt mich langsam. Gib mir doch mal einen Checkpoint hier. Das ist ja schon langsam nicht mehr sozial. Komme ich da nicht irgendwie durch? Okay, den Pilz soll ich doch kriegen. Ja, so, guck mal, jetzt ist er raus. Wunderbärchen. Okay, und jetzt, den löse ich einfach mal aus. Lieber einmal machen. So, jetzt komme ich hier rein. Moment mal, ist irgendwas faul oder nicht? Okay, da kommt ein Pilz, den brauche ich, um da durchzukommen. Oh, yeah. Er hat mich so verarscht. Er hat mich so verarscht. Habt ihr das geahnt? Der ist von oben runtergekommen und hat hier so einen Bogen gemacht. Wie geht das? Warte mal, wie kann man denn die... Ja, ich kann jetzt nichts mehr machen, ey. Unfair. Zack! Oh, ich liebe Sunshine. Dings, Mario 64 ist an sich schon geiler, aber ach, Sunshine ist so geil, ey. Ich liebe das. Ich liebe Sunshine. Rein in die Röhre. Konzentrationstheos. Back in the building, würde ich sagen. So, zack. Konzentrationstheo nimmt sich den nämlich jetzt hier.
Keine Chance, Alter. Was ist hier? Was ist hier? Was ist das? Was ist das? Wie soll man denn das verarbeiten, was da passiert? Da sind überall Schienen, dann ist da ein Swamp. Was macht der? Der guckt, in welche Richtung will der? Was ist hier los? Was ist hier? Da ist Dings und da ist bestimmt Fische. Ich wusste das schon. Okay, ein böser Fisch. Ein ganz böser Fisch. Was ist denn das hier? Hä? Hä? Oh, knapp, ey. Okay, Moment mal, was ist denn hier? Da muss doch irgendwas sein. Was ist denn das? Okay, da unten. Der Swamp ist bestimmt einer, der nach rechts geht. Ich weiß das. Ja, er kommt. Oh, da war ein Mancher. Oh, ein Fisch. Nein. Nein! Ah, ich wusste das, ey. Ist das eine Kacke, ey. Geil, komm, jetzt Speedrun. Speedrun. Ich liebe Sunshine. Headset ist aus. Nein, ich höre nichts mehr. Sabotage. Hallo, Sabotage. Sabotage, ich höre nichts mehr. So, jetzt aber. Meine Güte, ey. Juhu! Okay, wenn ich es jetzt nicht schaffen sollte, weiß ich, woran es liegt. Ich bin auch einfach dumm. Bin ich dumm. Entweder ihr habt einfach noch nicht Daumen nach oben gedrückt. Das wird es wahrscheinlich sein. Das wird sein. Ich glaube, der Daumen nach oben ist noch nicht betätigt. Wie der letzte Video, Leute, über 7000 Likes oder so. Das ist, Alter. Ihr dreht komplett am Rad, Alter. Das ist einfach nicht normal, Alter. Ihr seid echt krass. So, also, das wird sein. Ich glaube, ich sterbe die ganze Zeit bei ihr. Einfach den Daumen nach oben. Also, ihr habt doch den Daumen. Ihr habt den Daumen noch. Dann könnt ihr den doch einfach drücken. Also, ich verstehe es nicht. Nein, Spaß. Kann man den nicht irgendwie auslösen? Juhu! Da ist ein Checkpoint! Da war ein Checkpoint! Da war ein Checkpoint! Ein Checkpoint! Wir haben einen Brief gekriegt! Alter! Was? Oh, geil. Ich liebe mal. Oh, Mann! Ey, wie krass! Einfach ein Checkpoint in dem Swamp drinne. Wie ekelhaft so. Wisst ihr, welches Spiel ich liebe? Wisst ihr das? Ich liebe Sunshine! Oh Mann, ich bin so dumm. Das ist aber auch so eine Ecke, so eine Pissecke. Oh Gott. Wir haben blau und schlau gelöst. Nee, das darf ich noch nicht singen. Das singe ich am Ende, Leute. Am Ende singe ich, wir haben blau und schlau gelöst. Komm, ich liebe Sunshine, ich hasse diese Ecke. Ich liebe Sunshine, ich liebe Sunshine. Wunderbar. Oh, ich könnte das echt, das ist, das Lied, dieser Delfino Plaza Soundtrack, der muss, er muss auf meiner Beerdigung gespielt werden. Wenn ich irgendwann, also Leute, falls ich jetzt irgendwie den nächsten Tag überfahren werde oder irgendwas passiert und ich sterbe, mein Wille ist es, dass der Soundtrack auf meiner Beerdigung gespielt wird. Vielleicht kann ich einen Damage Boost nutzen, um in den Swamp reinzugehen, um direkt den Checkpoint. Wir holen uns den Checkpoint. Wenn wir den Checkpoint, komm, direkt rein. Checkpoint, das ist er. Wir haben blau und schlau gelöst. Was passiert hier? Na, wir haben blau und schlau nicht gelöst. Das ist doch alles Kacke. Ja, okay. Das ist aber eine coole Art. Da oben steht No. Das ist eine coole Art, um und ein guter Troll. Und ich muss mich jetzt selber zerquetschen. Juhu! Mit Anlauf sogar. Einfach geil. Einfach geil. Hier runter, Lava ist nichts. Geil. Es ist hier. Oh, er drückt mich hoch, okay. Ja, es ist bestimmt verkehrt. Das auf meiner Beerdigung. Boah, das ist schon ein bisschen makaber. Stell dir vor, das sind so. Auf der Beerdigung sind so Familie, alle am Trauen, dann kommt der Soundtrack. Das ist echt traurig. So, oh Gott, ich muss mich jetzt umbringen. Leute, ahnt mal. Pro Sprung, wie wenig er vorangeht. Ein Pixel zur Zeit. Zitterfinger. Hm, so läuft das hier nämlich in Theoland. Ja, komm, schneller. Ich bin auch gestorben, Alter. So, jetzt drückt er mich gleich hoch, dieser komische Blaue. Da renne ich aber schnell weg vor. Haha. So, okay, weil die wollen dann hochdrücken, dann ist man nämlich gefangen. So, ich muss nämlich in diese Röhre rein. So, und was passiert in dieser Röhre, das werden wir jetzt analysieren. Kann ich bewegen? Blaue Röhre oder... Ich denke, die blaue Röhre... Es macht ja Sinn, dass die blaue Röhre der Troll ist. Da oben wird hundertprozentig sein, weil jeder normale Mensch springt erstmal weg vor dem Swamp. Aber Theo bleibt stehen, weil er wusste, dass hier... der Swamp nämlich nach oben geschossen wird. Wusste ich nicht, aber Troll-Level. So, was passiert hier? Analysieren. Scheiße. Okay, da kommt er gleich wieder runter erstmal. Pass mir auf. So, zack. Was passiert hier? Da kriege ich jetzt den Stachelpanzer, den ich als Mütze aufsetzen, als Schelmet aufsetzen muss, denn ich bin ein kleiner Schelm. Was passiert hier? Zack, Damage Boost. Z steht für Spin Jump. Spin Jump, da brauche ich aber einen Pilz für. Um die kaputt zu machen, brauchst du einen Pilz. Okay, was passiert da rechts? Das ist erstmal egal. Also Spin Jump. Hier kann ich mich umbringen, weil es ist... Was passiert da? Warte mal. Okay, dieses Zeichen, dieses Umkreiste mit diesen Dings bedeutet ein versteckter Block. Also, es gibt so ungeschriebene Regeln, beziehungsweise Zeichen, die Levelbauer bauen, beziehungsweise setzen in ihre Level, die für uns Spieler Signale bedeuten. Also, zum Beispiel dieses Z, was immer gemacht wird. Dieses Z bedeutet Spin Jump. Spin Jump. Genau, das sind so Sachen, also die sie mit den Schienen immer machen, damit die Level nicht aus dem Arsch gezogen irgendwie random... Moment mal. Ich hab's doch geahnt. Oh mein Gott, war das ein Genius-Move von mir. Ich will mich jetzt nicht selbst loben, aber ich will mich loben. Das war einfach krass. Oder wer von euch hätte das jetzt schon gerochen, dass da der unsichtbare Block ist? Also, ich habe nur dieses Kästchen gesehen. Dieses Kästchen. Ahnt mal dieses Kästchen, wo der Pilz drin war. Der gleiche ist hier. Und das ist hier unten. Das unter mir ist sozusagen eine Tafel, die uns das als Hinweis das gibt. Ah, wie genial ist das gemacht. So, und jetzt können wir nämlich Spin-Jump machen. Und da durchkommen. So, was ist das? Okay, was ist hier? Rein. Okay, da oben, warte mal.
da oben sind rote Blöcke. Rote Blöcke, die können den Swamp töten, theoretisch. Also sie können ihn deaktivieren, beziehungsweise ja. Leute, wie soll man das machen? Es muss auf rot sein. Also nicht, wie es jetzt ist, sondern es muss... Moment mal. Aber wenn es auf rot... Wenn die roten Blöcke da sind, dann komme ich doch nicht mehr hier durch. Oder das war so ein krasses Hell gerade. So, ich glaube, ich weiß wie. Moment mal. Wenn jetzt der Bomb-Omb kommt. Jetzt? Ja, ja. Master sein Mind. Checkpoint, nice, geiles Ding. Checkpoint ist die halbe Miete, beziehungsweise die zwei Drittel Miete. So, jetzt springen, jumpy, jumpy. Ja, okay, hat er mich getrollt. Haha, lustig, lustig, tralalala. Man kann eigentlich von Glück reden, dass er immer einen Ausweg gebaut hat, dass man auch wieder rauskommt aus dieser Scheiße. Jumbo, er trollt einen und muss das ganze Level von vorne starten, dann würde ich kotzen. Obwohl es bei dem Level noch geht. Hier, das war der Troll, okay, blaue Plattform, man denkt, blaue Plattform. Und dann, okay, was passiert hier? Oh Gott, wieder so ein Ding, dass das zur Seite geht. Okay, Moment mal. Hier brauche ich die Feuerblume. Dann wird der ausgelöst. Oh Gott, ist das... Gib mir die Blume! Ach, komm, bring mich um. Okay, dann, was hat das mit diesen komischen Peace-Switches da auf sich? Ich verstehe das nicht. Also, es gibt manchmal Sachen, die kann ich nicht verstehen. So Peace-Switch-Gedöns gehört dazu, was ich nicht verstehe. Das Ding, der Ding. Ja, komm! Okay, hab ich? Oder oben sind Münzen? Nein. Okay, scheiße. Da oben sind Münzen und wir hören dieses Klackern vom P-Switch. Bedeutet, wir müssen uns beeilen, damit wir da noch durchkommen. Oh, ich hab so Bock auf Sunshine. Ich liebe Mario Sunshine. Schnell. Kommt doch was raus bestimmt. Ja, ich wusste das. Ich hab's schon geahnt. Oh! Ja, das habe ich nicht geahnt jetzt. Toll. Was? Oh! Die Katze prügelt einen dazu Brei. Moment mal, da oben rechts... Stand ein B. B, für was könnte B stehen? B für Bombe. B für B vielleicht, für B. B? B, B ist hier der Sprungknopf. Also vielleicht B gedrückt halten. Ja, unten war auch irgendwas, habe ich auch gesehen. Also unten war irgendwas, warte mal. Ich bin ja nicht direkt gestorben. B. B? Drücken wir mal B. Ehrenmann! Geiles Ding! Das ist geil gemacht einfach, man kann es nicht anders sagen. So, was passiert hier? Wohin muss ich? Ah, dann... Oh, ich liebe Sunshine. Was? Wie soll man denn diesen Paar... Okay, nice, rein da. Z steht für Spin Jump. Ich weiß eh, da wo die Münze... Also ich muss mich jetzt für einen entscheiden, ist wahrscheinlich. Und ein, wo die Münze drin ist, der ist fake. Also das ist doch extra der Troll. Da ist die Münze drin, da geht man sofort rein, aber der ist eh fake. Also werde ich mich für den entscheiden. Nein! Oh. Oh, der ist mir heilig, der Controller. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Geil. Hä, was wäre denn dem anderen passiert? Wäre ich da gestorben? Da hätte ich es auch geschafft, oder nicht? Nee, da wäre bestimmt trollmäßig irgendwas gewesen. Aber ich habe es geschafft und es war heute nicht so ein Krampf. Es war heute ein entspanntes Troll-Level, was aber nicht so schlimm war. Nächstes Mal wird es dafür umso schlimmer. Postet eure Level unbedingt hier in die Kommentare. Ich werde nächste Folge werde ich eure Level spielen. Also kein großes Troll-Level oder so wie diese Folge, sondern eure Level. Deswegen postet sie fleißig rein. Ich würde sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao, tschüss. Euer lieber, kleiner, süßer Theo. Wir haben blau und schlau gelöst. Okay, Leute, kommt nächstes Mal.